Also, genau, das ist der Titel. Hört man mich? Ist das okay so? Gut. Also den Titel, den haben wir schon vor einigen Monaten so festgelegt, soziale Infrastruktur und Postwachstum, gutes Leben im und gegen den flexiblen Kapitalismus, wie das immer so ist mit so einem Titel, der schon länger festliegt. Man denkt ein bisschen drüber nach. Nee, das geht nicht, sonst komme ich nicht durch. Man denkt ein bisschen drüber nach und merkt, es passt nicht so richtig. Erstens wollte ich das Postwachstum streichen und stattdessen Degrowth reinschreiben, aus zwei Gründen. Erstens klingt Postwachstum nach, es gibt jetzt kein Wachstum mehr und man muss irgendwie damit umgehen. Das meine ich nicht, sondern das ist eine Forderung und keine Feststellung. Und zweitens steht Degrowth für eine ganz bestimmte Form von Kritik am Wachstum, die ich später noch erläutern will und für die ich hier auch ein Plädoyer halten möchte. Und als zweites habe ich das geändert in gutes Leben über den flexiblen Kapitalismus hinaus, weil es kann Ansätze dazu geben im flexiblen Kapitalismus, aber mit ihm gibt es sie bestimmt nicht. Übersicht, ich will erstens was sagen, flexibler Kapitalismus, was meine ich damit, wenn ich dieses Schlagwort da in den Raum werfe und kurz erläutern, was ich mit dem Wachstumsregime meine und wie das flexibel kapitalistische spezifisch aussieht. Zweitens die Grenzen der Kleinteiligkeit, also die Grenzen dieses flexiblen Kapitalismus kurz andeuten. Und drittens, das soll eigentlich auch der Hauptschwerpunkt sein, darauf eingehen, was meint Degrowth. Erstens meint das mehr und anderes als einfach Postwachstum, das habe ich ja eben schon kurz gesagt. Zweitens will ich sagen, was sind denn Elemente praktischer Alternativen, die im Zusammenhang von Degrowth diskutiert werden? Und drittens, eine mögliche Synthese dieser praktischen Alternativen vorstellen. Also, Wachstumsregime. Was meinen wir mit Wachstumsregime? Das ist ein Begriff aus der französischen Regulationstheorie, den ich eher ziemlich frei verwende. Man kann erstmal so, um das ein bisschen runterzubrechen, sagen, jedes kapitalistische Wachstumsregime beruht erstens auf einer materiellen Basis an ausgebeuteten Naturressourcen, also das sind die Energie- und Rohstoffquellen, die für das Funktionieren gerade dieser Form von kapitalistischer Akkumulation entscheidend sind. Zweitens umfasst ein Wachstumsregime immer eine typische Art und Weise, die Produktion zu organisieren, um ihre Effizienz zu steigern. Ohne Steigerung von Effizienz und Output kein Wachstum. Und um diese Art und Weise, die Produktion herum zu organisieren, nehmen auch andere gesellschaftliche Zusammenhänge bestimmte Formen an. Das heißt nicht, dass die dadurch determiniert sind, dass sozusagen die Familie zwingend eine bestimmte Form annimmt, weil die Produktion auf eine bestimmte Art und Weise organisiert ist, aber es gibt einen Einfluss auf andere gesellschaftliche Bereiche. Drittens stellt jedes kapitalistische Wachstumsregime bestimmte Anforderungen an die Menschen, als arbeitende Menschen, als konsumierende Menschen, als Staatsbürgerinnen und bringt damit auch bestimmte Formen von Subjekten, bestimmte Formen von Menschen hervor. Also Kapitalismus produziert nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern er produziert auch die Menschen, die diese Waren herstellen, diese Dienstleistungen erbringen, diese Sachen konsumieren und die in dem entsprechenden Staat leben. Der flexible Kapitalismus unterscheidet sich jetzt von anderen möglichen Wachstumsregimes, zum Beispiel dem fordistischen, das manche vielleicht geläufig ist, dadurch, dass er über alle diese drei Dimensionen, und merken Sie sich diese drei Dimensionen, die werde ich nämlich versuchen durchzuziehen, ist ein Wachstumsregime, das über alle diese drei Dimensionen auf den kleinteiligsten möglichen Zugriff auf produktive Ressourcen zielt. Damit meine ich erstens eine kleinteilige Naturausbeutung. Jetzt ist es so, das ist jetzt gleich die Dimension, in der es am schwierigsten ist mit dem flexiblen Kapitalismus. Der Fossilismus bleibt nämlich dominant. Also es ist eigentlich erstmal eine sehr großteilige Ausbeutung von Erdöl. Das wird aber immer schwieriger zu bewerkstelligen, weil die großen Quellen davon schwerer zu kriegen sind, weil es davon weniger gibt. Und die Preise werden künstlich niedrig gehalten politisch und es ist sozusagen immer noch so, dass der Kapitalismus weltweit auf der Ausbeutung von irren Mengen an Rohöl basiert, die auch immer noch in sehr großen Mengen zu kriegen sind. Also an der Stelle passt es gar nicht so richtig, aber das Aufkommen erneuerbarer Energien entspricht deutlich stärker einer kleinteilig flexiblen Logik und zwar deshalb, weil die eben gar nicht in so großen Strukturen kommen, weil man Solarzellen überall irgendwie in kleinen Teilen hinstellen kann, Windräder immer einzeln aufbauen kann
Es gibt also da eigentlich eine Wahlverwandtschaft zwischen dem flexiblen Kapitalismus und dem, was nach dem Öl kommt. Bloß, wenn man sich die Zahlen anguckt, woher kommt das weltweit verfügbare Energie, ist es immer noch Öl. Gleichzeitig gibt es, was andere Ressourcen angeht, zum Beispiel diese verschiedenen Materialien, die in Smartphones verwendet werden, einen kleinteilig sparsamen Materialeinsatz und Versuche zu recyceln und eben darum herumzukommen, dass das Zeug immer teurer und immer schwerer verfügbar wird. Das geht bis dahin, dass man versucht, in Afrika Leute in den Slums dafür zu bezahlen, dass die kleine Mengen von Metallen in extrem schmutzigen und gesundheitsschädlichen Verfahren aus Elektroschrott rausholen. Die zweite Dimension, da wird es vielleicht ein bisschen greifbarer, ist, was stattfindet, ist eine kleinteilige Produktion für kleinteiligen Konsum. Wir reden jetzt hier über Deutschland oder Westeuropa und nicht über China. Wir reden über eine Produktdiversifizierung und ausdifferenzierte Nischenmärkte. Ganz kurz gesagt, der Fordismus bis in die 60er Jahre hat so funktioniert, standardisierte Massenproduktion für standardisierten Massenkonsum. Im Grunde hatten alle das Gleiche, aber davon gab es massenweise. Und dann haben die Leute irgendwann angefangen, spezifischere Vorlieben zu entwickeln. Das war der Wirtschaft natürlich nicht unrecht, weil dann kann man mehr verkaufen. Aber man muss natürlich auch diese spezifischeren Dinge irgendwie erzeugen können. Also es kommt zu einer größeren Diversifizierung der Produkte, die angeboten werden, und zu einer Ausdifferenzierung von Nischenmärkten. Da gibt es aber ziemlich starke Schwankungen, weil es eben irgendwie kurzzeitige Moden gibt und individuelle Vorlieben, nach denen die Leute jetzt das eine wollen und das andere nicht. Das heißt, die Zyklen werden kürzer und man muss in der Planung der Produktion flexibler werden. Deshalb braucht man Feedback-Mechanismen. Das wird alles einfacher, sobald man Computertechnologie und Netzwerke zur Verfügung hat, dann kann man nämlich irgendwie das alles sehr, sehr, sehr kurzzeitig organisieren. Es erzeugt aber einen Flexibilitätsdruck und einen Preisdruck entlang der Zulieferketten. Also wenn ich als Automobilhersteller heute erst weiß, welche Autos ich morgen genau erzeuge, dann muss auch der Zulieferer, der den spezifisch für dieses Auto hergestellten Kabelbaum liefert, innerhalb eines Tages in der Lage sein, diesen Kabelbaum herzustellen und mir an die Stelle vom Band zu stellen, wo ich den brauche. Das heißt, die ganzen Ketten von Zulieferern, die Teile für ein Auto liefern, die das Material zur Herstellung dieser Teile liefern und so weiter, die müssen alle sich auf diese Flexibilität anpassen und es entsteht ein Wettbewerb zwischen ihnen, weil den Zuschlag kriegt immer der von ihnen, der das am billigsten macht. Dadurch gibt es eine Ausdehnung innerer und äußerer Peripherien, also alles, was ins Ausland in Billiglohnstandorte ausgelagert werden kann, wird dahin ausgelagert und alles, was nicht ausgelagert werden kann, sondern vor Ort stattfinden muss, wird unter einen extremen Preisdruck gesetzt. Das heißt, es entstehen innere Peripherien mit extrem hohen Anteilen an prekärer Beschäftigung, Leiharbeit und solchen Geschichten. Das hat dann eine direkte Auswirkung auf diese dritte Dimension der Subjektivität. Da passiert nämlich was ich jetzt nennen würde, das ist mein eigener Begriff, deshalb werden Sie den nicht kennen, Individualisierung. Also das kleinteilige Selbst, das Subjekt, das menschliche Subjekt, das diesen Verhältnissen entspricht. Es gibt also eine Verkleinerung der Handelseinheiten von Arbeit. Es ist nicht mehr so, ich habe Werkzeugmacher gelernt, ich gehe hin und sage, hier, ich bin Werkzeugmacher, wollt ihr mich einstellen, dann stellen die mich für 35 Jahre ein. So ist es nicht. Gut, das ist auch ein Ideal, das hat es vielleicht so nie gegeben, aber idealtypisch hat es mal in früheren Phasen eher so funktioniert. Idealtypisch passiert es jetzt so, ein Unternehmen braucht jemanden, der eine bestimmte Art von Code in einer bestimmten Programmiersprache programmieren kann, den braucht es für 2 Tage, um 1000 Zeilen zu machen, dann wird der rangeholt und wenn er das fertig hat, kann er wieder gehen. Also die Handelseinheit ist nicht mehr die Fähigkeiten, die man zusammengenommen als Beruf sich erarbeitet hat über mehrere Jahre, sondern es sind einzelne Fähigkeiten, ganz spezifische Fähigkeiten und die können raum- und zeitlich sehr flexibel eingesetzt werden. Das ist natürlich auch alles wieder eine hochidealtypische Logik, ne? Ich will nicht sagen, dass es keine Berufe mehr gibt, aber in die Richtung bewegt es sich. So, und was es für die Individuen bedeutet, ist der Zwang, sich ein Portfolio an Kompetenzen zuzulegen. Also diese einzelne Einheit, die handelbar ist, kann man dann Kompetenz nennen und die wird auch Kompetenz genannt. Und die sind eben einzeln und raumzeitlich flexibel handelbar. Das auch wieder Mobilfunk, Internet und solche Technologien sind eine super Erfindung, weil ich den Einsatz von Arbeit viel besser
koordinieren kann dadurch. Also es wäre vor 30 Jahren nicht möglich gewesen, die Leute ranzutelefonieren und zu sagen, pass auf, morgen früh stehst du vor dem und dem Betrieb oder in einer Stunde stehst du vor dem Betrieb und dann arbeitest du da 4 Stunden und dann sagen wir dir, wo du als nächstes hingehst. Und auch die Koordination des Einsatzes im Betrieb ist durch vernetzte Computersysteme in einem Ausmaß möglich, das vorher nicht denkbar war. Also es hat auch was mit der technologischen Entwicklung zu tun. Die Auswirkung auf das Subjekt, auf den Menschen, der gefordert ist, ständig zu überlegen, was sind meine Kompetenzen, wie kann ich zusätzliche erwerben, wie kann ich die besten Kompetenzen erwerben, die mir genau das ermöglichen, dahin zu kommen, wo ich am Arbeitsmarkt hin will. Es setzt einen unter die Anforderung, sich selber eben nicht mehr als Individuum zu denken, also Individuum ist ja Latein das Unteilbare, sondern als ein Dividuum, als ein Bündel von Einzelbestandteilen, die man sich einzeln vornehmen und einzeln bearbeiten kann. Und unter diesen Bedingungen ist, insbesondere je weiter unten im Arbeitsmarkt man sich das anguckt, ein individueller, also nicht einfach zerreißbarer Lebenszusammenhang mit den Bindungen an Menschen, die ich habe, mit den Pflegeverpflichtungen, die ich vielleicht habe, mit den Fürsorgeverpflichtungen, die ich habe, das ist kaum aufrechtzuerhalten, weil die Belange des Lebens ständig diesen flexiblen Anforderungen der Arbeit untergeordnet werden müssen. Also es gibt nicht nur diese Anforderungen und das Versprechen, wenn du ein möglichst gutes Portfolio hast und dich individuell am besten selber erfinden kannst, dann hast du Erfolg, sondern es gibt auch den Zwang, sich komplett unterzuordnen und zerrissen zu werden, ohne irgendwie aktiv wieder was dagegen machen zu können. Also ohne in der Lage zu sein, ein Individuum zu sein. Individuum sein bedeutet unter diesen Bedingungen etwas, das eine Menge an Ressourcen voraussetzt. Das ist also grob gesagt das, was ich mit flexiblem Kapitalismus meine. Der stößt, wie jedes kapitalistische Regime, an Grenzen. Also weil Wachstum, ein Wachstumsregime und das Wachstum, das jedes Wachstumsregime erbringen muss, damit es funktioniert, ohne Wachstum kein Kapitalismus und keine soziale Stabilität in kapitalistischen Gesellschaften, bedeutet ja immer, dass nächstes Jahr muss mehr sein als dieses Jahr und das Jahr danach muss noch mehr sein als nächstes Jahr. Das heißt, die verlangten Optimierungsleistungen, die sind nicht einmalig, sondern die müssen immer weiter gesteigert werden. Und das kann bei endlosen materiellen, sozialen und menschlichen Ressourcen nicht funktionieren. Das muss irgendwann kaputt gehen. Die Frage ist nur, was passiert dann? Kritisch werden im flexiblen Kapitalismus natürlich wieder in der ersten Dimension die Grenzen der Ausbeutbarkeit der Natur, einerseits dadurch, dass Ressourcenvorräte zurückgehen und schwerer abzubauen sind, also Debatten über Peak Oil, Fracking und solche Geschichten und die zunehmenden Verwüstungen, die sich daraus ergeben, Klimawandel auch klar, aber wiederum eine gewisse Gegentendenz, die Erneuerbaren und dieses Vorantreiben von Recycling und Ressourceneffizienz, die passen zur Kleinteiligkeits- und Sparsamkeitslogik. Also diese Wahlverwandtschaft zwischen flexiblem Kapitalismus und erneuerbaren Energien und Ressourceneffizienz bedeutet, dass sowas wie grüner Kapitalismus theoretisch möglicherweise räumlich begrenzt denkbar ist. Noch gesteigert dadurch, dass die Zerstörung vor allem außerhalb der Zentren stattfindet. Die Windräder stehen bei uns, die riesigen schmutzigen Löcher sind anderswo. Zweitens, zweite Dimension, es gibt Grenzen der Beschleunigungs- und Produktivitätsgewinne, die durch die weitere Flexibilisierung der Produktion zu erreichen sind. Irgendwann kann man halt nicht noch schneller hin und her rennen und irgendwann ist auch das, was man an weiterer Steigerung rausholen kann, erschöpft. Das heißt, dass dann der Wettbewerb zunehmend über den Preis ausgetragen werden muss und der Druck auf die Löhne steigt. Und die Grenze ist dann die Grenze der Macht des Kapitals, die Löhne weiter zu drücken. Dann kommt es zu Inflation und ökonomischen Krisen. Also das ist die ökonomische Dimension, an der das an Grenzen stößt. Und drittens gibt es diese Grenzen der psychophysischen Belastbarkeit und der Anpassungsfähigkeit sozialer Netzwerke.
Also chronische Überforderungen, Krankheiten, Burnout ist in aller Munde, die Zerstörung sozialer Beziehungen, eben weil man nicht in der Lage ist, kontinuierliche Bindungen aufrechtzuerhalten, weil man ständig räumlich und zeitlich verschoben wird. Dadurch auch ein Sinnverlust, weil man nur noch hinterherrennt, Anforderungen zu erfüllen, zu denen man überhaupt keinen sinnvollen Bezug mehr aufbauen kann. Und eine zunehmende politische Ungleichheit. Politische Ungleichheit heißt, die einen beteiligen sich, die anderen beteiligen sich nicht. Die, für die Individualisierung ein Versprechen ist, sind tatsächlich diejenigen, die dann auch zur Wahl gehen. Und die, die dem nur untergeordnet sind und hinterherrennen, die gehen nicht zur Wahl. Das kann man, wenn man sich mal Wahlergebnisse anguckt, auch ziemlich gut nach, also nicht Wahlergebnisse, sondern die Wahlbeteiligung in unterschiedlichen Stadtvierteln anguckt, kann man das ganz gut nachvollziehen. Auch das, würde ich sagen, hat was mit dem flexiblen Kapitalismus zu tun. So, jetzt kann man natürlich, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die eine ist, dann muss es eben grünes Wachstum geben, ohne Ressourcenverbrauch und so weiter und dass das ökologisch verträglich ist. Wir haben aber gerade gesehen, in der zweiten und dritten Dimension ändert das an der Problematik gar nichts. Und gerade weil die ökologische vielleicht gerade noch vereinbar sein könnte für einen gewissen Zeitraum, ist die Frage umso dringender, weil die soziale Zerstörung, die das hinterlässt, dadurch noch vertieft werden kann. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, das mit dem Wachstum ist ein Problem und damit auch das mit dem Kapitalismus ist ein Problem. Da kommen wir jetzt in ein weites Feld, Postwachstum. Was ist das überhaupt? Also, dass die Fixierung auf Wachstum Krisen erzeugt, das ist unübersehbar. Und deshalb wird es auch in allen möglichen Teilen des politischen Spektrums gesehen und diskutiert. Und deshalb gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Wachstumskritiken. Und die sind politisch sehr unterschiedlich verortet. Mein Freund und Kollege Matthias Schmelzer hat da in der letzten Ausgabe des Atlas der Globalisierung, die von unserem Kollegen mit rausgegeben wurde, das ist dieser rote, einen Artikel geschrieben, wo er 5 Strömungen der Postwachstumsdebatte unterscheidet. Das ist erstens eine konservative, da ist der bekannteste Vertreter Meinhard Miegel und das gibt so ein paar CDU-Abweichler, die in so eine Richtung gehen. Das ist eigentlich gar keine Wachstumskritik, sondern das ist eine Feststellung, Postwachstum, die Gesellschaft, die Wirtschaft wächst nicht mehr und wir müssen uns jetzt gesellschaftlich daran anpassen. Und ihr müsst eben zusehen, dass ihr in der Lage seid, euch da effizient unterzuordnen und erkennt doch mal, dass es auch immaterielle Werte gibt und stellt euch nicht immer so an. Die zweite ist die suffizienzorientierte. Der bekannteste Vertreter da ist Nico Pech, Ökonom bisher in Oldenburg, aber ich weiß nicht genau, was er jetzt macht. Seine Vertretung da wurde nicht verlängert. Und also da stehen relativ große Teile der Ökobewegung eigentlich dahinter und auch alles, was so in Richtung Ökodörfer und so geht. Da geht es eben, also das ist sehr stark auf die ökologische Dimension fixiert und es geht eigentlich darum, Postwachstum ist ein Sachzwang, weil wir nicht die Natur weiter zerstören können. Die Natur hat einen Eigenwert und deshalb geht es alles so nicht weiter. Und wir müssen eben ein richtiges Maß finden. Dann gibt es als drittes die sozialreformerische Strömung. Dafür steht zum Beispiel Angelika Zahn. Die hat auch ein Buch geschrieben, Postwachstumsgesellschaft, oder rausgegeben zusammen mit Irmi Seidel. Und das sind im Grunde die Umweltverbände, BUND und so weiter, die eben, also das ist immer so ein Changieren zwischen grünem Wachstum und Postwachstum, weil sie eben mit der Konsequenz, dass man den Kapitalismus in Frage stellt, eher ein Problem haben und sich das dann so vorstellen, man macht so kleine Reformschritte und irgendwann ist man das Problem los. Die vierte ist die kapitalismuskritische Strömung, da gibt es jetzt nicht so einzelne bekannte Exponentinnen oder Exponenten und die ist im Grunde verankert in der außerparlamentarischen Linken, also das sind diejenigen, die sagen, ja, das mit dem Wachstum ist ein Problem und das ist deshalb ein Problem, weil es kapitalistisches Wachstum ist und damit muss Schluss sein und es kann kein nicht-kapitalistisches Wachstum geben aus diversen Gründen. Es gibt auch Fraktionen der außerparlamentarischen Linken, die das mit der Wachstumskritik nicht teilen würden, muss man dazu sagen. Ne? Dann gibt es noch die feministische Wachstumskritik. Das ist auch wieder keine, die man so wirklich mit einzelnen Personen in Verbindung bringen kann. Das ist eher eine Querschnittsperspektive, die sich in den verschiedenen Strömungen
mehr oder weniger stark wiederfindet. Wobei es auch eben eine Menge feministische Ökonominnen gibt, die, die Teil dieser Debatte sind. Degrowth ist jetzt damit nicht gleichzusetzen, das ist auch nicht gleichzusetzen mit einer dieser Strömungen, sondern steht für ein enger umrissenes Spektrum, das sich auf keine von diesen Strömungen reduzieren lässt. Was meint jetzt Degrowth? Also ich finde, dieses Bild erklärt es eigentlich am besten. Wenn man von Degrowth spricht, und genauso von Postwachstum, ist natürlich, Wachstum ist eine Kategorie, die führt immer in die Debatte eine eindimensionale Unterscheidung ein, mehr oder weniger. Und es erweckt natürlich sofort die Assoziation, okay, Degrowth, die wollen weniger. Stimmt und stimmt nicht. Also die übliche Debatte haben wir da links, ne? Mehr vom Gleichen ist Wachstum, das Gleiche vom Gleichen ist Stationary State und weniger vom Gleichen ist eine Rezession. Also Postwachstum im Sinne von, es gibt einfach kein Wachstum mehr, ist nicht Degrowth, sondern es ist eine Rezession, es ist einfach eine Krise, das ist Griechenland. Ne? Das hat nichts mit Postwachstum zu tun. Das ist eines der häufigsten Missverständnisse, mit dem wir es bei uns im Kolleg zu tun haben. Aber in jedem Fall ist es ein Elefant, der entweder nach oben in die Mitte oder nach unten guckt. Degrowth muss man sich jetzt vorstellen, nicht als negatives Wachstum, sondern eher als ein Undoing Growth, als was ganz anderes, was offensichtlich auch kleiner und langsamer ist, aber völlig anders funktioniert. Und ich, also ich bin dazu gekommen, das immer versuchen in Verbindung zu bringen mit Undoing Growth. Degrowth hat viel stärker als Postwachstum, wo einfach irgendwas vorbei ist, auch eine Konnotation von etwas Aktivem, was man aktiv betreibt. Und Degrowth heißt Wachstum rausnehmen. Nicht einfach eine Umwertung der Werte, weniger ist gut, sondern von bestimmten Dingen sollte es vielleicht auch mehr geben, sondern es ist eine Befreiung der materiellen, institutionellen und mentalen Infrastrukturen der Gesellschaft von der Fixierung auf permanente Steigerung. Es geht um andere Fragen. Degrowth steht dabei nicht für einen vollständigen Gesellschaftsentwurf, also oder so eine ausgearbeitete Utopie, die Degrowth-Gesellschaft, das ist umstritten, ja, das ist jetzt meine Meinung. Da gibt es kontroverse Debatten und es gibt Leute, die das stärker so verstehen. Ich würde sagen, es steht nicht dafür, sondern es steht für eine Veränderungsrichtung. Kurz zum Kontext, es speist sich aus verschiedenen Traditionen, intellektuellen Traditionen, dazu gehört die ökologische Ökonomie von Nicolas Georgescu Rögen, das war ein rumänisch-amerikanischer Physiker, glaube ich, letzten Endes, der thermodynamisch argumentiert hat, dass Wachstum zwingend an Grenzen stößt. Dann die französische Tradition der autonomieorientierten Gesellschaftskritik, also André Gortz, Ivan Illich, Cornelius Castoriadis und die anti-utilitaristische Ökonomiekritik, also Serge Latouche, den ich für eine ziemlich problematische Figur halte, der sagt, also es geht im Kern um eine Dekolonialisierung des Imaginären, also unsere gesamte Vorstellungswelt ist vom Wachstum durchdrungen und wir müssen das Wachstum aus dieser Vorstellungswelt rauskriegen. Das Problem ist dabei, dass er erstens dann total kulturpessimistisch wird und die ganze Zeit darüber wettert, wie schlecht alles ist und wie verdorben, er andererseits aber überhaupt nicht konkreter sagen kann, was diese Dekolonialisierung eigentlich bedeuten soll. Und er ist damit für ziemlich problematische Debatten anschlussfähig. Deshalb finde ich Latouche eigentlich keinen guten positiven Bezugspunkt. Und diese Moos-Gruppe, das ist eben auch eine Gruppe von Leuten, die alle aus so einer Richtung anti-utilitaristischer Ökonomiekritik kommen. Degrowth verbindet ökologische und soziale Ansprüche in einer Orientierung auf globale ökologische Gerechtigkeit und ein gutes Leben für alle Menschen weltweit. Ich würde sagen, soweit kann man die Diskussion auf den Punkt bringen. Wer das nachlesen und sich selber ein Bild machen will, der Stand der Debatte ist eigentlich in diesem Buch zusammengefasst. Das ist kein Manifest, sondern es ist eine manifestartige Stichwortsammlung oder ein Nachschlagewerk, wo sehr unterschiedliche Leute von eben besagtem Serge Latouche bis zu irgendwelchen Naturwissenschaftlerinnen Stichworte beitragen, wo man auch sieht, dass es sehr unterschiedliche Perspektiven gibt und dass es trotzdem etwas gibt, was die zusammenhält. Und ich würde sagen, das ist grob gesagt das.
Und also jetzt, das ist, da bin wieder nur ich dran schuld, aber man könnte es vielleicht als Grundcredo darauf bringen, Handel steht so, dass die Maxime deines Handelns Grundlage eines weltweit gültigen Gesetzes sein könnte. Vor dem Wissen um die ökologischen Grenzen der Expansion. Also, das bedeutet wieder meine drei Dimensionen. Erstens, Extraktivismus beenden und fossile Ressourcen im Boden lassen. Und den sozialen Metabolismus, also den Durchsatz von Material und Energie, den das Funktionieren gesellschaftlicher Strukturen erfordern, verkleinern. Eine Entkopplung von Wachstum und Naturverbrauch ist so oder so unmöglich. Also es wird immer argumentiert, man kann ja über Erneuerbare und so, wenn man sich anguckt, GDP-Wachstum, also Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und Wachstum des Verbrauchs an Öl, sieht man sehr, sehr genau, es gibt einen direkten, linearen Zusammenhang. Es ist nicht absehbar, dass es zu entkoppeln wäre. Deshalb wird notwendig sein, weniger Material und Energie zu verbrauchen. Die große Frage ist aber, wie passiert das? Dazu ist in der zweiten Dimension wichtig, die Produktion muss regionalisiert und demokratisiert werden. Und dabei geht es natürlich jetzt, also das kann man alles nicht vorschreiben, ne, sondern die Frage ist die einer politischen Aushandlung des Notwendigen und Wünschenswerten. Und man kann das Leuten nicht vorschreiben, sondern es muss, Leute müssen sich da selber für entscheiden. Es bedeutet auch, und das macht es noch schwieriger, eine Verschiebung der Grenze zwischen öffentlich und privat. Das bedeutet einerseits, dass die Frage, welche Ressourcen werden in was investiert, nicht mehr eine Frage ist, die einfach ein Unternehmen oder das Management dieses Unternehmens für sich beantwortet, sondern die politisch zu verhandeln ist. Es bedeutet aber auch, dass die Frage, ob ich ein Auto fahre oder mit dem Zug oder wovon ich mich ernähre, keine rein private ist, die einer politischen Diskussion vorenthalten ist. Es geht natürlich nicht nur um Fragen von Konsum. Das ist so eine übliche Debatte über Degrowth, dass man dann immer sagt, ihr redet nur über Konsum. Nein, darum geht es nicht. Es geht hier gerade um die Produktion. Der Punkt ist aber, dass der Raum des Öffentlichen und politisch zu Verhandelnden gegenüber dem Raum des Privaten und allein individueller Vorliebe überlassenen größer werden muss. Und dabei muss natürlich, wenn ich jetzt vor Ort im Stadtteil oder auf dem Dorf da sitze und darüber diskutiere, was wir jetzt machen und was wir nicht machen, muss berücksichtigt werden, welche Ressourcen eigentlich in einem global vertretbaren, für alle auf der ganzen Welt möglichen Rahmen uns zur Verfügung stehen und wo wir quasi unser Konto überreißen. Drittens, auf dieser persönlichen Ebene geht es darum, Autonomie zu gewinnen. Man könnte auch sagen, zurückgewinnen, aber das unterstellt dann immer, dass es so eine Autonomie gegeben hat, zu der man da zurück will. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es geht darum, stärkere Autonomie zu gewinnen. Und zwar ist das keine rein individuelle, sondern eine soziale Autonomie, die auch damit einhergeht, die sozialen Bindungen, die der flexible Kapitalismus zerreißt, zu stärken. Dazu gehört die Bedeutung formaler Arbeit zurückzudrängen, Abhängigkeiten abzubauen, soziale Konkurrenz zu reduzieren, kollektive Kontrolle über gesellschaftlich notwendige Arbeit zu gewinnen. Um das ein bisschen konkreter zu machen, das ist ja nicht einfach nur eine akademische Debatte, sondern es ist auch eine soziale Bewegung. Einige wissen vielleicht, 2014 gab es in Leipzig die Degrowth-Konferenz, da waren über 3000 Leute, also das war so die größte bewegungspolitische Konferenz in Deutschland in dem Jahr. Und die war nicht nur dadurch besonders, durch das, was da diskutiert wurde, sondern auch durch die Art und Weise, wie es organisiert war. Es wurde vorher in einem Vorbereitungskreis alles immer auf Konsens diskutiert, wovon die Leute, die daran teilgenommen haben, extrem genervt waren, hinterher aber gesagt haben, das war wahnsinnig effizient. Wenn man auf dieser Konferenz war, war eben auch, also das Zentrum bildete die Küche, wo immer wer Zeit hatte, da gestanden hat und Gemüse geschnippelt hat. Und dabei fanden eigentlich die interessantesten Diskussionen statt. Nur um so das ein bisschen anzureißen und dass die Projekte und Praktiken dieser sozialen Bewegung
Das sind also es gibt sowohl Praktiken, die Leute hier und jetzt machen und erproben, und es gibt Forderungen, die weitergehen als das. Und das, was ich jetzt zum Schluss vorstellen will, ist diese Synthese, nämlich die sogenannte bedingungslose Autonomieausstattung, im Französischen Dotation inconditionnelle d'autonomie, in diesem Buch da ausgearbeitet, gibt es aber bisher nur auf Französisch. Und das ist jetzt, das ist nicht mein Konzept, aber ich will das vorstellen, weil es als Synthese dieser ganzen Sachen ein bisschen auf den Punkt bringt, wofür das eigentlich steht und was für eine Gesellschaftsvision dahinter steht. Also es geht um eine allen als soziales Recht lebenslang gewährte Grundausstattung, die neben einem Grundbetrag in Euro oder was auch immer die Währung ist, auch Zugriffsrechte auf öffentliche Infrastrukturen und Anteile in sozialen Währungen umfasst. Das basiert auf einer Kritik an geldbasierten Grundeinkommensmodellen. Also zum Beispiel das, worüber in der Schweiz jetzt abgestimmt wurde, hätte damit sehr wenig zu tun. Und zwar deshalb, weil das mit kapitalistischen Verhältnissen vereinbar ist oder sein könnte. Und genau von dieser Kritik geht die Idee aus. Es gibt also vier Kernelemente. Erstens sind es Nutzungsrechte, Wohnraum, Land, Verkehrsmittel, Werkstätten, Gesundheitsversorgung, Bildung, kulturelle Einrichtungen, öffentliche Medien müssen alle gleichermaßen nutzen können. Das sind Verbrauchsrechte, Strom, Wasser, Heizung, Lebensmittel und Kleidung. Müssen alle das Recht haben, in einem angemessenen Maß zu nutzen. Und ein Teil davon lässt sich organisieren darüber, also zum Beispiel ein großer Teil des Nahrungsbedarfs lässt sich in der Vorstellung dadurch decken, dass das ausgezahlt wird in einer lokalen Währung, die spezifisch für lokale Produkte gedacht ist. Also man kann da lange, lange Diskussionen führen, wie sinnvoll das ist. Ich stelle nur das Konzept vor. Ne? Aber das Ziel dabei ist, die Wirtschaftskreisläufe zu relokalisieren und Produktion und Konsumtion näher aneinander zu rücken. Und dann eben einen gewissen Teil soll es auch geben in Euro oder der jeweiligen nationalen Währung. Notwendig muss das aber einhergehen mit einem Maximaleinkommen. Und die Vorstellung ist ziemlich radikal. Die sagen, also das Maximaleinkommen hat bei viermal dem Gegenwert dieser Grundausstattung zu liegen und nicht bei 4.000 Mal, wie das jetzt ist. Und das Ziel dabei ist natürlich eine radikale Egalisierung der Gesellschaft, ein Abbau von Ungleichheiten. Das heißt natürlich gleichzeitig, es ist politisch nicht so einfach durchzusetzen. Es impliziert nämlich, es setzt nämlich voraus, das gesellschaftliche Eigentum und die demokratische Verwaltung all dieser Infrastrukturen, um die es da geht, und eine demokratische Aushandlung von Prioritäten. Das heißt natürlich, ja, ne, also erstmal ist die Macht des Kapitals zu brechen. Zur Finanzierungsbasis ist die Vorstellung also eine progressive Einkommensbesteuerung, ne, und sobald ich dann das Vierfache des Mindesteinkommens erreiche, sind das einfach 100%, da hat niemand was von, da mehr zu verdienen, und eine Besteuerung der Übernutzung der Infrastrukturen. Also es gibt ein demokratisch ausgehandeltes Niveau, wie viel Wasser, wie viel Strom sinnvoll im Monat man braucht, wo es natürlich auch Ausnahmeregelungen geben kann und so weiter. Aber sobald man das überschreitet und substanziell überschreitet, um zum Beispiel seinen Swimmingpool zu füllen, wird es teuer. Nun ist das Schöne daran ist, dass Schritte zur Einführung sowohl von unten kommen können, also Rekommunalisierung kann man von unten vorantreiben, Einrichtung lokaler solidarischer Wirtschaftskreisläufe machen eine Menge Leute schon mit Community Supported Agriculture und solchen Geschichten, als auch von oben. Also es ist natürlich auch durch politische Reformen auf staatlicher oder sogar auf EU-Ebene möglich, ein Grundeinkommen einzuführen, eine kostenlose steuerfinanzierte Gesundheitsversorgung, Steuerreform, eine Reform des Eigentumsrechts. Also es geht von oben und von unten, und zumindest unten kann man schon mal anfangen. Und dabei steht das Ganze natürlich für einen Prozess. Also es geht nicht darum, man macht einmal eine Reform und dann ist es da und dann ist es so, wie man sich das beim Grundeinkommen noch vorstellen kann, sondern es ist ein Instrument der schrittweisen Transformation über den Kapitalismus hinaus. Man fängt mit einzelnen Schritten an, die erstmal gar nicht so viel ändern, aber nach und nach nimmt der Anteil der Dinge, die über kostenlose vergesellschaftete Infrastrukturen mir zur Verfügung stehen, zu. Und der Anteil, den ich in Euro bezahlt kriege, kann abnehmen, weil ich ihn dafür nicht mehr brauche. Das heißt, die geldvermittelte Wirtschaft schrumpft, Kapitalismus und Markt werden zurückgedrängt und andere solidarische Formen greifen mehr Raum. Das Ziel, das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch,
Das Ziel der Dotation en conditionnelle d'autonomie ist es, uns den Sinn unseres Lebens wieder anzueignen. Was produzieren wir wie und für welchen Gebrauch? Da gibt es noch ein paar andere Teilziele. Befreiung von Angst, nachhaltige Produktion, offene Relokalisierung, autonome Gesellschaft, Konvivialität, Ethik der Sorge. Letzte Folie. Das übergeordnete Ziel von Degrowth ist es, Menschen als gesellschaftliche Wesen mit unteilbaren, aber sozial verhandelbaren Bedürfnissen, Wünschen und Fähigkeiten zum Zweck ökonomischen Handelns zu machen und ihre Reduzierung zum Mittel zu erschweren. Also selbstbestimmt das wieder zusammenzufügen, was der flexible Kapitalismus zerreißt, und es vielleicht auch anders zusammenzufügen. Es beinhaltet eine Politisierung von Art und Umfang von Bedürfnissen und auch die Verwendung des gesellschaftlichen Mehrprodukts. Das, was übrig bleibt, um es zu verschwenden, wird dann nicht mehr privat in SUVs gesteckt oder in Swimmingpools, sondern in Dinge, auf die man sich demokratisch geeinigt hat. Und letzter, aber wichtiger Punkt, gleichzeitig geht es natürlich darum, globale Ungleichheiten abzubauen, indem die materiell privilegierten europäischen Gesellschaften, und natürlich reden wir erstmal über Europa, demokratisch Wege zu einer Lebensweise auf global verallgemeinerbarem materiellem Niveau suchen. Needless to say, verlangt das auch einen Dialog mit den Menschen in anderen Teilen der Welt.